Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg, die Aussteiger gegen die Gilde, Miichik, Server, irgendwas. Den habe ich mir ausgesucht. Tödlich, wenn sie auslöst. Wir wollen nicht, dass sie auslöst. Gucken wir mal, ob wir was dagegen machen können. Es sind Minions. Wenn wir da nicht reinspielen, ist das okay. Wir produzieren selbst leider auch Minions mit Emilio. Das brauchen wir aber auch. Können wir damit eigentlich Stacks verhindern? Nee, ne? Ja. Gegen den Verteidigungsdebuff. So ist es richtig. Gerade nach Hause gekommen. Den Angriff mache ich und danach heiß Bettchen. Das war ein anstrengender Tag. Okay, wir machen den Vierer. Der wird auslösen. Aber dafür sind wir jetzt auch immun. Wir nehmen den raus. Die ist schon mal weg. Minus eine Gefahr. Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen und immun gegen das Ding von der Lok sind. Ja, sind wir, sehr schön. Dann können wir jetzt auch einmal das ganze Board bewegen. Soll es auch heilen. Jetzt schieben wir hier alles in einer großen Kombination zusammen. Das war zu früh gedrückt, da war ja noch gar nichts zum Bannen beim Gegner. Da haben wir noch das Gift drauf. Nochmal neu drauf und dann war's das. Okay. Dann heißt es jetzt ab ins Bubuland. Bis morgen. Tschüss. Wir sind immer noch im Krieg. Nach gestern Abend gucke ich mal, was ich hier noch für mich haben wollen würde. Und ich finde, das hier ist eigentlich ziemlich gut, wenn man es denn blocken kann. Gehen wir dort einmal rein. Und zwar, weil dort
harte Sachen drin sind. Wir haben Minions dabei, sodass ich durchaus sagen wollen würde, wir nehmen dort noch einen Held des Monats rein. Nein, wir machen Aoda mit rein, um Heiler rauszusnipen. Ihr seht es, ich habe jetzt erst angefangen, Bursti zu breaken. Hätte schon längst passieren müssen. Gucken wir mal. Ist jetzt die Frage, machen wir die 3 in den blauen rein oder spielen wir das Ganze anders? Sie macht Heilung, neuen Negativstatusveränderung setze ich eh nicht bei ihm. Heilung ist natürlich blöd. Ich mache den so, dass ich mir hier was offen halte. Will versuchen auszulösen. Deswegen jage ich da oben jetzt mal alles rein. Ach shit, sie sind ja jetzt immun. Ach Mann. Manchmal lese ich auch nicht zu Ende, was es dann noch wirklich bedeutet. Ich weiß, das kommt alles wieder. Dementsprechend versuche ich da jetzt einfach nur durchzuspielen. Nein, das hat nicht gereicht. 84. Der killt sich. Ah, oh, Bursti, du geiles Schwein. Ja, Mai. Ah. Oh. Da hat Bursti den Tag gerettet, möchte ich sagen. Du siehst auch relativ leicht aus. Wir haben hier Schaden auf alles. Zweimal Heilung. Dann nehmen wir das nächste Spottteam. Anti-Minion war nicht da drinnen, nein. Erhöhte Mana-Regeneration haben wir auch nicht in dem Team. So, wir könnten dort jetzt einen. Brauchen wir hier den Spotter? Eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir hier auch Benno schon reinnehmen. Benno, 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 Benno. Weil wir Benno. Er hat noch keine Wappen. Buffs auf dem Gegner sind drauf, die können wir zerstören. Dann nehmen wir lieber Jodun mit rein und dann den Spotter. Dann haben wir doppelten Angriff oben, das ist halt so. Aber ich will lieber die Verteidigung von Kirill haben, auch wenn er im Kostüm natürlich ein bisschen schneller geladen wäre. Ist egal. Mehr Truppen sind fast richtig verteilt. Dann kann es losgehen. Schauen wir mal. Okay. Das sieht gut aus.
Da freuen wir uns doch. Das machen wir so. Dann können wir nämlich Gelb direkt ghosten. Für den Fall, dass da gleich irgendeine böse Überraschung rauskommt. Da wir nichts haben, was der Gegner wieder aufstellen kann, wäre ich fast schon dafür, dass ich versuche, hier was rauszunehmen. Was blöd ist. Minions. Schaden rausnehmen wäre natürlich noch besser gewesen, aber bei zwei Heilern, ich weiß, wie ätzend das werden kann. Da finde ich das so deutlich besser. Mal gucken, kommt noch was durch? Ha! Die Minions allein haben gereicht. Wie cool ist das denn? Neu. Du haust da rein. Katal. Ja, geilo, was eine Kombi. Da macht ein Held von denen sogar mal Schaden. Aber durch drei Helden kommt es auch nicht durch. Ich würde mal sagen, das war's. Boah, Glück gehabt. Ich konnte keine Buffs bekommen, deswegen habe ich Kirill vorher nicht aktiviert. Gucken wir mal, das wäre hier prädestiniert, weil ich keinen Blau mehr habe. Da haben wir Minions drin. Und der setzt Fiends und Minions. Also hier könnten wir jetzt mit Anti-Minion spielen. Anti-Minion ist bei mir ja nicht so ausgeprägt. Aber für die Fiends könnten wir, auch wenn sie nicht emblemiert ist, wo haben wir sie denn? Huh? Wo ist denn meine Chinesin? Da ist die Chinesin. Langsam. Aber wenn sie zündet, haben wir halt eine Chance. Dann brauchen wir da noch einen Heiler mit rein. Ich bin für Lila. Wir nehmen nur einen Rigard rein. Mein rotes Dot-Team war schon durch, ne? Ja. Dann nehmen wir dort den Rigard rein. Und dann ist die Frage, was hauen wir dann noch rein? Wir müssten irgendwas haben, was Schaden macht. Was habe ich denn lila, was Schaden macht? Lubu ist zu langsam. Kiona müsste ich anders das ganze Team aufstellen. Können wir aber machen. Dann geht dort jetzt. Ja, ich auch zwei Heiler nebeneinander. Das geht nicht. Dann muss da Rigard rein. Ich entscheide mich doch nochmal um. Ich nehme den Rigard. Habe ich den. Der Beweggrund dafür ist, ich brauche einen guten Heiler, der ein bisschen was aushält. Sie ist ja relativ schwach, weil sie langsam ist. Dementsprechend. Können wir jetzt hier Kiona hinsetzen und machen dann dort einmal noch Anti-Minion, dann haben wir drei Hitter, zwei Heiler. Sie bekommt die 16er-Truppe. Ja, fehlen zwei, damit sie was mit anfangen kann. Probieren wir es. Mal schauen.
Lila oder gelb? Das wird nicht reichen. Ja, das könnte reichen. Okay, ein bisschen braucht man auch mal. Ein bisschen ist gut. Ich hatte jetzt hier wirklich gute Boards bisher. Er löst eh aus. Dann können wir da auch irgendeine Fehlfarbe reinspielen. Das will ich aber gar nicht, weil ich mir da vielleicht das lila Match versaue. Das war mies. Sie zerstört alle Fiends. Da warten mal ab, bis er hier ausgelöst hat. Dann ist das nämlich nicht mehr ganz so schlimm. Hätte ich gerade lieber lila ghosten sollen, das wäre besser gewesen. Fiends weg. Der wird sich selbst killen. Aber das müssen wir machen. Okay, hat sich gar nicht selbst gekillt. Das sollte reichen, dass Rieger gleich auslösen kann. Dann können wir das nämlich komplett ignorieren, was da jetzt reinkommt. Wir reinigen uns. Der löst aus. Oh, ich spiele gar nicht mit Blau. Oh, irgendwie sollte der Schaden doch ausreichen, dass da irgendwas gekillt wird. Wieso kriegen die denn so durch die Heilung so viel? Das ist nicht gut. Da gehen wir jetzt kein Risiko ein, dann können wir danach hier ghosten ohne Ende immer. Das ist gut, dass erst der Schaden kommt. Jetzt kommt die Heilung. Da hauen wir rein. Hier ziehen wir Lila zusammen für den nächsten Zug. Ja, es wird jetzt noch mal ganz blöd mit der reduzierten Mana-Geschwindigkeit. Aus. Du verschwindest jetzt mal vom Board hier. Dich wollen wir nicht. Was dazu zu sagen ist, wir haben die letzten zwei Kriege verloren. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt, weil es gut für mich aussieht, das poste. Wir suchen nämlich einen neuen Spieler für unsere Reihen. Einer ist aus dem Urlaub nicht zurückgekehrt und reagiert auch nicht mehr auf Nachrichten und das jetzt schon ziemlich lange. Deswegen wir dann gerade am Suchen sind. Wer sich also bewogen fühlt, bei uns mitzumachen, einfach eine Bewerbung an mich oder an Engine, der steht in der Beschreibung, bei den Aussteigern schicken. Und dann kann es vielleicht schon im nächsten Krieg soweit sein, dass ihr uns verstärkt. Viel mit Gegenschlag. Das wäre ein Ziel. Und dann können wir als letztes den Rest machen. Gegenschlag. Gegenschlag, Gegenschlag. Ich spiele mit
grün und blau. Ja, blau habe ich Sonja für. Kann ich auch mit grün machen. Wir machen das mit grün. Wir nehmen Ptolemäi. Du umgehst. Deswegen finden wir dich gerade mega, mega sexy. Und dann nehmen wir Catmon noch bitte mit rein. Catmon, einmal bitte Catmon zum Empfang. Und dann haben wir noch, weil wir es können, brauchen wir noch einen Heiler. Wir haben noch einen Rigard. Da könnten wir, wir müssen uns nämlich auf jeden Fall reinigen. Deswegen nehmen wir Rigard rein. Und weil es mir gerade noch zum Glück auffällt, geht Ptolemäi dort natürlich hin. Der wird auch gerade gelevelt. Und als letzten lila Helden nehmen wir Proteus rein. Immun gegen Neue, das heißt, Gift bringt eigentlich gar nicht so viel. Könnten Minions reinsetzen. Bastet ist noch lange nicht fertig. Protoss bringt nichts, weil sie immun dagegen ist. Die haben keine Wappen. Dann entscheiden wir uns nochmal um. Ach, wir nehmen Freya mit rein. Gucken wir einfach mal. Müssen wir halt nacheinander wegkämpfen. Nicht viel, wir machen ihn trotzdem, weil wir das Board leer räumen müssen. Das Schöne ist, weil wenn nur Gegenschlag da ist, ist die Frage, reicht das? Ich glaub's nämlich nicht. 1584 und 1000 verteilt. Du hast sogar weniger, fast weniger als ein 4-Sterne-Held. Du kannst ausweichen, 1600. Wir müssen gucken. Schade. Hier habe ich jetzt echt viel Gelb, was ich nicht gebrauchen kann. Und ich würde sagen, das war's dann auch, weil ich Grün aktuell nicht auf dem Board habe. Ich sehe ein Lila-Match unter Sif, aber das bringt mich auch nicht weiter. Hier kommt einfach nicht so das nach, was ich brauche. Ich glaube, das wird so ein Ding gegen Unendlichkeit, was ich verlieren werde. Da muss ich alles laden und dann mal hoffen, dass was Gutes kommt.
Shit. Testen gerade aus, ob das reicht. Ich glaube nicht. Nein, natürlich reicht es nicht aus und besonders nicht, wenn da nichts nachkommt. Okay. Ich hätte vielleicht doch in Asmir reinspielen sollen. Ach du Schande, das tut weh. Okay, das reicht nicht, die Pfeile, um was von mir zu töten, aber die Autotext schon. Ich habe nicht genügend. Ich will es noch nicht auslösen. Zwei Runden. Was passiert, wenn ich das grüne Match mache? Danach rollt Lila zusammen. Gefolgt. Ich habe. Wir probieren es. Es reicht wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen uns andere Ziele suchen. Das Problem ist, es reicht schon wieder nicht. Na okay, jetzt haben wir verloren. Das ist ein richtig ekliges Ding. Natürlich hätte ich da mit Blau reingehen können. Aber ich hatte halt keinen Heiler mehr im Blau. Das ist mein Problem. Habe ich unterschätzt, gebe ich offen ehrlich zu. Ist ein absolutes Edge-Team. Geben wir nicht auf, hoffen wir vielleicht noch auf eine glückliche Kombination, aber die Chance dafür ist natürlich echt gering. Hätte vielleicht doch anstatt ihr Jabberwock reinnehmen sollen und dann drei, zumindest der Schaden vom Jabberwock
auf ein Ziel und dann hätte ich mich von einem zum nächsten durchgearbeitet. Wäre, glaube ich, besser gewesen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Das wären auch ganze 0 Punkte hier, wenn ich jetzt nicht nochmal irgendwie Schaden mache. Das sind 0 Punkte. Wow, einer. Böse. Okay, machen wir hier noch den Rest. Dann sind wir mit unseren Angriffen durch. Das ist traurig. Hätte ich vielleicht. Ja. Hätte, wäre, ne? Ist egal, wie die Truppen sind, das sollte ja wohl klappen gegen den Rest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Ergebnis reiche ich natürlich nach. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich das Video zeitnah online gehen lassen kann, weil ich heute noch Rufbereitschaft habe. Dementsprechend werden wir das sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Sollte das Ergebnis nicht hier direkt dran geschnitten sein, steht es unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinn, macht's gut. Tschüss.